Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Heidi, und ich möchte heute mit euch diese Box basteln. Die gibt's auf YouTube, habe ich die gesehen, dass das mehrere schon gebastelt haben. Deswegen will ich jetzt keinen bestimmten Namen nennen. Also es gibt viele, die diese Box schon gebastelt haben. Und das Besondere an dieser Box, also sie nennt sich Hebebox, wenn wir die aufmachen, die ist mit einem Magneten verschlossen und dann hebt sich das da raus. Und ich habe da jetzt einen Nagellack reingemacht. Ich werde euch jetzt aber auch direkt mal sagen, das hat hier jetzt die Maße von circa 7,5 cm innen drin, ne? Damit ihr ungefähr wisst, wie lang das sein kann, was ihr da reinmacht. Und die Breite wäre, ich kann das ja auch mal so rum machen. Also hier ist es circa 5 cm mal, schauen wir hier nochmal, circa 7,5 cm. So, und wie diese Box jetzt funktioniert, das zeige ich euch. Ich hole sie nochmal näher ran. Also so sieht es aus. So, dann hat die diesen Hebemechanismus. Und die Box stelle ich jetzt erstmal hier rüber. Ich hoffe, ich kriege es jetzt wieder hin. Also, wir brauchen erstmal, jetzt nehme ich das hier. Ich habe natürlich alles wieder vorgeschnitten, mir alles zurechtgelegt. Das Designerpapier und die Magneten lege ich mal eben an die Seite. Und zwar, ich halte euch das auch wieder hier in die Kamera. Wir brauchen Farbkarton. Ich halte es mal kurz hier hin, damit ihr das seht. Und ich sage euch jetzt aber die Maße auch wieder an. Ein bisschen weiter weg. Ich glaube, so ist okay. So, also ihr braucht Farbkarton in den Maßen 23,1 cm mal 18 cm. Dann legt ihr die lange Seite an und falzt bei 1 cm, 6 cm, 11 cm, 16 cm und 21,1 cm. Dann legt ihr das auf die kurze Seite und falzt von beiden Seiten einmal hier 5 cm und hier 5 cm. Also ihr legt an 5 cm, dreht das Ganze nochmal und nochmal 5 cm. So. Jetzt hole ich euch wieder etwas tiefer. Jetzt schneiden wir hier unten, ich muss das gerade mal anlegen, wie breit ist das? 2 cm. Hier habt ihr 1 cm hier, diese Seite, und hier habt ihr 2 cm. So, die mit 2 cm, wieder höher, das ist immer ein Hoch und Runter hier, aber es ist okay. So, die mit 2 cm haben wir jetzt auf der rechten Seite und wir schneiden jetzt. Und zwar habt ihr hier eine Falzlinie und hier eine Falzlinie. Bei der zweiten Falzlinie schneiden wir jetzt hoch bis zur ersten Falzlinie. Und dann schneiden wir hier rechts rüber, also von rechts kommend, hier bis hierhin. Ich muss euch höher holen, ich sehe nämlich nichts. So, mal gucken. So, jetzt sieht das erstmal so aus. Und das machen wir auf der Seite auch. Und schneiden das hier auch aus. Überlege ich gerade mal, entschuldigt, wenn ich jetzt gerade mal gucke, mal, ob das jetzt größer ist, zu groß, also kleiner. So ist besser, genau, so ist besser. Jetzt seht ihr natürlich hier mein Chaos. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Es ist halt mal so. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt habt ihr hier unten hier 1, 2, 3 Quadrate und auf der anderen Seite auch. Jetzt schneiden wir, ich hole das mal näher ran, hier hoch
und hier hoch. Und das auf der anderen Seite auch. Ich mache es jetzt eben vor. Jetzt drehe ich das Ganze. Hier auch. Und hier auch. So, jetzt muss ich gerade mal hier unten überlegen. Genau, jetzt drehen wir das auf diese Seite. Hier habt ihr das jetzt so geschnitten. Und hier schneiden wir uns jetzt solche Ecken raus. Wir schrägen das direkt schon an. Einmal so und einmal so. Und das machen wir hier auch. So. Und hier schrägen wir uns das auch noch an. Und hier. Das mache ich mir eben an die Seite. So, und dann, bevor wir jetzt falzen, hier oben, das wird unser Deckel. Den runden wir uns jetzt ab. Da habe ich hier vom Action noch so einen Teil. Und damit runden wir das jetzt erstmal ab. Und die Seite auch noch. So, und dann sieht das erstmal so aus. Und jetzt falzen wir das Ganze durch. Und dann hier unten das auch noch. So. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Jetzt hole ich euch mal gerade wieder etwas näher. So, jetzt kleben wir. Und zwar die mittleren. Biegt ihr kurz nach innen, weil wir erst das hier zusammenkleben. Und dann mache ich das so, dass ich hier erst Kleber drauf mache. So, und dann hier Kleber drauf. So, und dann klebe ich erstmal das mit dem oberen Teil zusammen. Ich gehe da gleich nochmal auch mit dem Falzbein drüber. Schiebe es mir jetzt erst zurecht. So, und gehe jetzt nochmal mit dem Falzbein drüber und drücke mir das an. Und hier auch nochmal. So, und dann mache ich es so, dass ich hier und hier Kleber drauf mache und es gleich hier so dran klebe. Das mache ich jetzt auch mal. Und auf der Seite auch. So. Dann klebe ich es erst auf dieser Seite. Und dann auf dieser Seite.
So. Und dann werde ich dieses hier, ich knicke das jetzt einmal so, weil das wird jetzt hier dran geklebt. Ihr könnt doppelseitiges Klebeband nehmen. Ja, das ist aber jetzt ein bisschen höher gekommen. Ist jetzt aber nicht schlimm. Das klebe ich jetzt hier dran. Also ich mache mir jetzt hier, hier und hier Kleber dran. Und hier auch. Und dann hier auch. Und dann gehe ich da aber auch noch mal mit dem Falzbein drüber, dass ich das richtig andrücke. Und hier auch noch mal. So. Und dann sieht unsere Schachtel erstmal so aus. Bevor ich jetzt Designerpapier dran mache, mache ich mir meinen Magneten dran. Jetzt schaue ich mal, wo ich ihn habe. Hier. Da habe ich diesen. Dann nehme ich jetzt. Das ist, ups, wo ist er wieder dran gegangen? Eben nochmal abmachen. So. Jetzt klebe ich mir erstmal so das hier unten auf den Deckel. So ungefähr mittig, dass ich mittig hinkomme. So. Und dann mache ich mir von dem anderen die Folie ab und klebe mir das hier drauf. Und dann muss ich doch erstmal abmachen. Ich hoffe, ich komme jetzt mit dem. Jawohl, das schließt jetzt. So. Und dann habe ich Designerpapier und zwar braucht ihr, ich halte es euch wieder in die Kamera, 3 Stücke in den Maßen 4,5 mal 7,5, 2 mal 4,5 mal 4,5 und 2 mal 1,5 mal 7,5. So, dann nehme ich jetzt erstmal die 3 Stücke mit den 4,5 mal 7,5. Hier ist mein Designerpapier, also die größeren, das sind 3 Stück, da kommt eins hier hin, eins hier und eins hier. Und das klebe ich jetzt erstmal dran und ihr, jetzt schaue ich mal, was am besten, wenn ihr Lust habt, könnt ihr dabei bleiben oder ihr spult vor. Das nehme ich jetzt erstmal für vorne. So. Klebe ich mir jetzt hier drauf. So verschwindet unser Magnet auch. Jetzt gehe ich nochmal mit dem Falzbein drüber. Dann mache ich mir jetzt erstmal hier oben das drauf. Jetzt schaue ich, was hier am besten passt oder mir am besten gefällt. Ja, dann mache ich jetzt das drauf.
Entschuldigung. So. Ja, jetzt kratzt es mir aber gerade richtig im Hals. So, das drücke ich mir auch noch an. So. Und dann mache ich mir das noch hinten drauf. Schauen wir mal, wie das am besten aussieht. So rum. Und das kommt dann hier drin. Und das drücke ich mir auch noch mal an. So. Jetzt schaue ich noch mal. Gut. Und dann mache ich mir meine Seitenteile dran. Die sind 4,5 mal 4,5. Dann mache ich das erstmal hier hin. So. Und gehe auch nochmal mit dem Falzbein von innen dran. Und dann noch die andere Seite. Und dann klebe ich mir das hier noch dran. So, und auch noch mal von innen. Und dann sieht das erstmal so aus. Jetzt haben wir ja noch zwei Stücke in den Maßen 1,5 mal 7,5. Die runde ich mir jetzt ab. Da kommt eins hier hin und eins nach innen. Jetzt müsst ihr nur aufpassen, wenn ihr abrundet, welche Seiten ihr abrundet. Ich nehme jetzt diese hier. Na, das ist nicht schön geworden, das muss ich nochmal reinmachen. Na. Und dann nochmal die andere. Aber hier habe ich irgendwie was falsch abgerundet, aber das schneide ich mir jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus. Und das klebe ich mir jetzt hier drauf. So. Nehme ich mal meinen Pixel hier, damit ich das besser aufheben kann. Und das klebe ich mit mir hier so dran. So, und dann mache ich noch von innen eins. Das mache ich jetzt hier noch dran und runde mir das auch noch ab. Und dann muss ich das drehen, genau. Das war auch nicht rund geworden. Jetzt machen wir es hier nochmal. So ist besser. Und das
klebe ich mir jetzt hier noch dran. So. Und im Prinzip hättet ihr jetzt eigentlich schon eine Box. Ihr bräuchtet diesen Hebemechanismus jetzt nicht zu machen. Im Prinzip hättet ihr jetzt schon eine Box, die ihr nutzen könntet. Aber der Kick daran ist ja jetzt dieser Hebemechanismus. So, das klebe ich mir auch noch dran. Und dann verschließt das mit dem Magneten. Und so sieht die aus. Eigentlich schon eine tolle, schöne Box. So, jetzt bauen wir natürlich hier diesen Mechanismus. Der ist ein bisschen tricky. Schauen wir mal, habe ich jetzt gerade mein Blatt hier bald abgeknickt. Aber alles nochmal gut gelaufen. So, was braucht ihr dazu? Jetzt lege ich mir das erstmal hier zur Seite. Jetzt brauchen wir, ich halte euch wieder in die Kamera. So, schaut mal. Ihr braucht Farbkarton nach Wahl mit den Maßen 9,9 x 17,7. Das Ganze wird gefalzt auf der langen Seite rechts und links bei 5 cm und auf der kurzen Seite auch nochmal bei 5 cm. Und dann brauchen wir nochmal zweimal Designerpapier in den Maßen 4,5 x 7,2 cm. Ich hoffe, das geht jetzt alles drauf und ihr könnt das gut erkennen. Gut, fangen wir an. Ich sage es euch aber nochmal dabei. Also, Farbkarton nach Wahl in den Maßen 17,7 x 9,9. Dann falzt ihr es auf der langen Seite rechts und links bei 5 cm und auf der kurzen Seite auch nochmal bei 5 cm. So, dann schneiden wir. Und zwar, wir haben jetzt die kurze Seite und schneiden hier die Falzlinie hoch bis zur ersten Falzlinie. So, drehen das Ganze und machen das hier auch nochmal. Und dann falzen wir das auch durch. So. So. Und nochmal hier. Jetzt ist es so, ihr habt ein Quadrat etwas größer. Und zwar klebt ihr jetzt so, dass das etwas größere, seht ihr, nach innen ist. Und das kleinere nach außen geklebt wird. So, also klappe ich die beiden um und mache dort Kleber dran. So, drehe ich das mal und mache hier noch den Kleber dran. So, und dann kleben wir das zusammen. Seht ihr das? Das Größere ist jetzt innen und das Kleinere außen. So. So, und dann drücke ich das Ganze an. Jetzt ist es so, wir brauchen hier eine Rundung drin. Wer das kann, von Hand schneiden, einfach jetzt so rund schneiden, der macht das bitte. Ich nehme jetzt ein doppelseitiges Klebeband und orientiere mich an dem kurzen Teil, wo ich es anlege und mache mir da ein mit dem Bleistift einen Kreis drumherum. Und das mache ich auf der anderen Seite auch. Wie gesagt, ich orientiere mich, lege sie unten an der Ecke an. Hier auch.
und mache mir diesen Kreis. Habt ihr, seht ihr das? So ein Kreis drauf. Und den versuche ich jetzt natürlich auszuschneiden. Das wird auch nicht perfekt. Wer da eine andere Lösung hat, der kann mir das gerne sagen. So, jetzt schneide ich hier auch noch mal so ein bisschen nach, damit das so ein wenig abgerundet ist. Eigentlich geht das ganz gut. So. Ich verlinke euch trotzdem unten, bei wem ich das gesehen habe. So, das lege ich jetzt mir an der Seite. Schau mal, ob ich hier irgendwie noch was nachschneiden kann. Boah, meine Fingernägel sehen immer aus. Aber es ist nun mal so, ich arbeite viel mit Desinfektion. So. Und dann ist das so rund. Jetzt, ihr Lieben, schaut ihr, also ihr müsst dann nochmal messen, weil eine Seite ist breiter, eine kürzere. Das hat jetzt hier so ungefähr 4,9 und die hat 5. Die kürzere Seite kommt nach unten. Also, das kommt so. Die kürzere nach unten und die etwas breiter hier oben ist, die kommt nachher hier so dran geklebt. Jetzt verstärken wir erstmal den Boden und da braucht ihr ein Stück, und ich habe das hier drauf geschrieben, in dem Maßen 4,8 mal 7,5 cm. Und dann verstärken wir uns jetzt erstmal hier diesen Boden, den klebe ich hier unten drauf. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Seite genommen und nicht die breitere. Sehen wir gleich. So. Das klebe ich mir jetzt hier drauf und dann verstärken wir das Ganze. Hier hängt überall wieder Kleber an meinen Fingern. So. Dann drücke ich das nochmal an. Jetzt schaue ich nochmal. Das scheint aber auch noch zu passen. Ja. So, dann haben wir ja unser Designerpapier nochmal. Und das kleben wir uns jetzt, schaue ich mal wieder, was am besten aussieht, hier so rein. Und das hatte ja die Maße 4,5 mal 7,2 cm. Ja. Gucken wir rum, so rum ist auch das. Das klebe ich mir jetzt hier rein. So. Halsbein drüber und dann klebe ich mir noch das andere Stück hier rein. Bevor wir das jetzt hier dran kleben, solltet ihr euch überlegen,
was ihr hier reinmachen wollt. Ich habe jetzt echt getüftelt, wie kriege ich diesen Nagellack. Der ist ja auch ein bisschen schwer hier rein. Meine Krokodil reicht nicht aus, um diese Breite von diesen Löchern zu machen. Also ich komme zwar bis hier hin, aber nicht hier hinten. Ich habe es dann einfach so gemacht, habe das Ganze umgedreht, habe mir so ungefähr den Nagellack hier so dran gehalten und dann habe ich mir erstmal eine Markierung gemacht mit dem Bleistift. So hier und hier. Und dann war ich brutal und habe mir meinen Piekser genommen und habe mir hier die Löcher durchgemacht. So, vergrößere ich mir jetzt durchs Drehen ein bisschen und dann mache ich mir hier noch das Loch rein. Und das vergrößere ich mir jetzt auch. So. Dann so habe ich so den Abstand da reingekriegt. Dann habe ich mir Schleifenband genommen. Und habe mir das da durchgetüftelt. Von unten erstmal so rum. So, und dann hier nochmal durch. Schauen wir mal, dass ich durch das Loch komme. Aber ich glaube, ich muss diese Ecke nochmal abschneiden, weil das schon zu sehr ausgefranst ist. Jetzt schon beim ersten Mal. Ja, Fingernagel sollte ich mir jetzt nicht abschneiden. So, hier ist überall Kleber. Seht ihr das? Ich sehe aus. So, und dann versuche ich das natürlich auch hier durchzuziehen. So. Dann sieht das von unten so aus. Ihr könntet jetzt hier auch nochmal, messt es euch aus. Ich habe es nicht gemacht. Könntet ihr euch dann auch nochmal Designerpapier draufkleben. So, dann habe ich mir den Nagellack genommen, einfach hier draufgelegt und dann versucht eine Schleife zu binden. So, hier hängt auch noch Kleber dran. Okay, dann sieht das so aus. Ihr Lieben, dann habe ich es so gemacht. Ich habe das einfach erstmal so hier, ich habe das nicht so dran gehalten jetzt und dran geklebt, sondern ich habe das einfach so hier rum reingestellt. Habe mir dann auf diese Seite Kleber gemacht. Und dann habe ich das erstmal einfach nur, Moment, soll schon gerade bleiben, jetzt hole ich das eben mit dem Piekser nochmal ein bisschen hier raus und nach unten gedrückt und dann erstmal so dran geklebt. Einfach dann nochmal umgeworfen, genau. Und dann von der Seite nochmal mit dem Falzbein drüber. Ich muss jetzt natürlich auch noch ein bisschen anziehen. So. Und dann ist das eigentlich auch fest. Na, hier geht es direkt wieder runter. Hier hatte ich das Glück, ich glaube, ich habe die breitere Seite genommen, weil das schön hier drauf hält. Aber man kann auch so machen, das hält auch. So, und dann geht es ans Dekorieren. Das machen wir mal kurz zu. So, das auch. Dann habe ich mir ausgestanzt. Und zwar
habe ich diese Stanze? Woher ich die habe, ich weiß es nicht mehr. Wirklich nicht. Da war aber auch damals diese, eine von meinen Lieblingsstanzen. Das ist ja die mit den Blättern, das war auch dabei. Das sieht man schon von der Farbe her. Aber wie gesagt, ich habe mir das ausgestanzt in Weiß. Das sieht dann so aus. Ihr nehmt natürlich Stanzen, was ihr habt. So, und das klebe ich mir gleich hier drauf. Dann habe ich diese drei Blüten. Die sind vom Action, das weiß ich noch. Da habe ich mir die größere in Designerpapier, dann die weiße und dann nochmal die ganz kleine hier, nochmal im Designerpapier. Und dann habe ich mir noch einen Spruch aufgestempelt und mit dieser Stanze hier ausgestanzt. So, dann habe ich ja hier so eine Matte, so eine Schaumstoffmatte. Da habe ich mir meine Blüten genommen. So, und dann habe ich, wo habe ich denn jetzt hier so? Dann habe ich so einen Faltstift und dann gehe ich bei meiner Scham einfach so hier mit diesem Faltstift da drüber, dass das sich so wölbt. Seht ihr das? Genau. Und dann habe ich die drei Sachen zusammengeklebt. Erst die große. Das könnt ihr ja mit allen Blüten, wenn ihr sowas habt, machen. So, ein wenig Kleber drauf. Wieso kommt da jetzt nichts raus? Jetzt. So. Dann habe ich mir, hier hängen jetzt meine Magneten dran. So, das erstmal dran gemacht. Und dann nochmal die kleine mit rein. So. Das drücke ich jetzt mit dem nochmal an. Und dann habe ich mir, habe ich sie hier, so einen Glitzerstein genommen und den in die Mitte gemacht. Jetzt kann man das auch noch leicht wieder hochbiegen. Mittig ist das jetzt noch nicht so. Gucken, ob ich das auch noch etwas drehen kann. Nee, das ist schon fest. So, und dann habe ich mir erstmal meine Blüte hier oben drauf geklebt. Das mache ich jetzt eben mal. Habe ich hier was dran gemacht und hier und hier und hier. Nicht an allen Sachen. Und dann klebe ich mir die hier so drauf. Dann habe ich mir in der Mitte die Blüte drauf geklebt. So. Dann habe ich mir noch meinen Spruch genommen. Da habe ich mir meine Klebepunkte drauf gemacht. Stück, falsche Seite. Die Folie noch abgezogen. Und das habe ich mir dann hier noch so quer drauf gesetzt. So. Das machen wir schon mal weg. Und dann habe ich mir noch Klebepunkte. Ich klebe total. Überall ist Kleber. So, eine hier oben. Diesmal habe ich sogar mehr als drei Klebepunkte genommen. So, und dann habe ich mir hier noch eigentlich zwei. Bei dem einen ist wohl einer abgegangen. Damit das so ein bisschen glitzert. Und dann, ihr Lieben, haben wir, na, die Blüte will ich jetzt nicht verdecken. Dann machen wir den hier oben noch dran.
Ihr Lieben, wir haben wieder fertig. So sehen die aus. Dann kann ich das näher ranholen. Ja, schaut mal. So sehen die beiden aus. Jetzt machen wir das aber wieder kleiner. So, und dann, wie gesagt, ist diese Hebefunktion. Ihr müsst natürlich wieder überlegen, was ihr reinmacht. Und dann haben wir, ich finde das mit dem Nagellack eigentlich eine tolle Idee. Jetzt schauen wir mal, dass ich hier ganz meinen ganzen Müll hier hinten wegkriege. Schaut mal, so sehen die aus. Schick. Ihr Lieben, euch noch einen schönen Feiertag. Und bis bald, eure Heidi. Ciao.